Yo! Guys! Woo! This is a special one. This is actually a special edition in the playlist because we are stuck with 92 because 92 Mercedes made the most amazing video. This is a masterpiece right here. This is a masterpiece. It is so much fun. This is production at its best. Very funny video. Very funny video from the 92. Woo! Feels good. Self-ironics. Ironic is on at its best here. Even joking with the bus, with the drivers. It is just put together in such a good way. I'm not gonna talk anymore because you just sit down, enjoy it. This video always brings a big smile to my face and it is really good. Enjoy it. Schmeißt euch in Frack und Fummel und Vorhang auf darum. Freut euch auf Spaß und Rummel. Schnell, schnell, die singen ja schon. Ah, hallo, bist du wieder da? Ja, natürlich. Wir sind auch wieder da. Schließlich wollen wir ja wieder mal einen kurzen, aber intensiven Blick werfen auf die abgelaufene Motorsportsaison. Die Saison 92 in einem Sport, in dem noch wahre Werte zählen. Ein Sport, in dem ein Mann noch ein Mann ist. Kurz, eines der letzten großen Abenteuer unserer Zeit. Nur logisch, dass sie alle kommen, die Stars der Szene und die Prominenten. Sie alle kommen, um eine Meisterschaft zu sehen, in der zwei Faktoren prägend sind. Kampfgeist und Idealismus. Jochen Maas, warum glauben Sie denn, sind so viele Formel 1-Fahrer hier in der DTM inzwischen tätig? Weil gut bezahlt wird, deswegen. Die Saison begann wie immer in Zolder und dieser Mann hatte sich in jahrelanger Arbeit am besten vorbereitet. So hieß es in Zolder fast schon traditionell, hier kommt Kurt. Durch den Raum voll Rauch und Stimmen sah ich zu dir hin. Und dein Blick hielt meinen fest und fühlte, wer ich bin. Ich wagte nicht, dich anzusprechen, sah dich lächeln gehen. War mir irgendwie ganz sicher, ich hab heute das Glück gesehen. Ein schöner Tag, die Welt steht still, ein schöner Tag. Komm, Welt, lass dich umarmen, welch ein Tag. Denn du bist da, um jeder Traum zum Greifen nah. Das Glück war deinen Namen, welch ein Tag. Ein paar Ziffern hingekritzelt auf ein Stück Papier. Ich verstand die Botschaft und sie führte mich zu dir. Ein schneller Griff zum Telefon, als ich zu Hause war. Ich hörte deine Stimme und schon war alles klar. Ein schöner Tag, die Welt schlief still, ein schöner Tag. Komm, Welt, lass dich umarmen, welch ein Tag. Denn du bist da, um jeder Traum zum Greifen nah. Das Glück hat deinen Namen, welch ein Tag. Solchermaßen Diebels, Zackspeed-mäßig in Zolder
und auch am Nürburgring emotional aufgewühlt. Da war es eigentlich verständlich, dass der Kurt verwirrt reagierte, wenn wieder diese komischen Leute kamen, die auf Deutsch fragen, aber die Antwort auf Dänisch brauchen. Ganz kurz in Dänisch, okay? Auf Dänisch, Kurt. Denk dran, okay? Dänisch, das ist wichtig. Tabellenführung und zweiter Platz, haben Sie das erwartet hier auf dem Nürburgring? Ich weiß eigentlich nicht, was ich hier erwartet habe, weil der Wetter... 20 Sekunden später... ...war das riesige Fragezeichen für mich. Und speziell erst daran lief alles so gut am Anfang. 2 Minuten später... Und dann ist klar das passiert, was ich gehofft habe, dass dann nicht passiert, nämlich dass das... Stunden später... Haben. Und ich war unterwegs auf Regenreifen. Ich rede auch Deutsch, verdammt nochmal. Ich muss Tennis reden, ja? Jörg van Ommen hat es da einfacher. Nach seinen Siegen wie hier in Wunstorf wird klares Deutsch geredet. Nein, wir haben es ausgemacht. Affengeil. Super, mein Freund. Lediglich über die Anzahl von Jörgs Rennen in der DTM ist man sich nicht so ganz einig. Jetzt haben Sie ja doch schon einige Rennen hinter sich, Jörg van Ommen. Das war das 99. Nee, das war das 102. oder irgend sowas. 102. bereits schon, da hat mir der Norbert Haug was Falsches erzählt. Ist ja auch egal. Der Sieg in Wunstorf jedenfalls war sicher eines der schönsten Rennen von Jörg van Ommen. Oh, da ist der Jörg nochmal mit der Begrenzung gehoppelt. Kommt fast in die Wiese hinein, verliert minimal an Drehzahl, aber es könnte gut gehen, es könnte gut gehen. Noch aber liegt jetzt die Spitzkehre vor ihm, direkt unter unserer Reporterhütte. Also normalerweise müsste Jörg van Ommen gewinnen, wenn er jetzt keinen Fehler mehr macht. Und es wird reichen. Der erste Sieg ist da. Jörg van Ommen. Was für ein Rennen für ihn. Konsequente Nachwuchsarbeit zahlt sich eben aus. Das zeigte auch der zweite Lauf in Wunstorf. Ein junger, unverbrauchter finnischer Naturbursche landete seinen ersten großen Wurf in der DTM. Entsprechend beseelt zeigten sich die Väter des Erfolges. Start und jetzt den ersten Sieg, also das ist ja wie im Film, wirklich. Jetzt neu im Kino. Die zu Herzen gehende Geschichte einer echten Männerfreundschaft. Norbert, ein einfacher Fabrikarbeiter aus Stuttgart, lernt auf einer norddeutschen Rennstrecke den geheimnisvollen Südländer Domingos kennen. Gemeinsam erleben die beiden unvergessliche Stunden der Glückseligkeit inmitten der herrlichen Heidelandschaft. Also wir werden eine Reunion des neuen Parteivorsitzenden. Das gibt die Richtung an. Und da werden vorher keine öffentlichen Ratschläge erteilt. Klaus Kinkel, die Liberalen schätzen ihn wegen seiner Glaubwürdigkeit und Klarheit. Doch seit dem Koalitionshickhack um die deutsche AVEX-Beteiligung... Unseren Soldaten allerdings ist... Ich denk zu viel an übermorgen, denk zu viel an mich. Hab mir den Blick verstellt auf jetzt und hier und dich. Und was machst du? Du blitzt mich an mit deinen funkelblauen Augen. Es tut so gut, da ist so viel für mich drin. Es hilft viel besser als jedes Leben. Doch mit dir im Boot ertrag ich jede raue See. Der Wind schlägt mir wieder mal peitschend ins Gesicht. Und mit dir im Rücken tut's nur halb so weh. Du blitzt mich. So gut, da ist so viel für mich drin.
Das ist aber ein Skandal. Aber jetzt lassen wir es einfach mal so stehen. Wir kommen zu Berlin 2000 und Berlin 92. Wer glaubte, der zweite Platz auf der AWUS sei der Höhepunkt im Jahr der Ellen Lohr gewesen, der sah sich schon kurz darauf getäuscht. Wie hieß es doch noch am Anfang der Saison? Jetzt sind wir noch gar nicht gefahren, jetzt sind wir noch Freunde. Das geht ja erst los nach dem ersten Rennen. Jetzt neu im Kino. Die reißerisch verfilmte Geschichte einer außergewöhnlichen Beziehung. Ellen, ein junges Mädchen vom Lande, kommt in die pulsierende Hauptstadt und lernt dort den weltmännischen Routinier Keke kennen. Einen Mann, der Tag und Nacht nur an das eine denkt. Ellen wird hineingerissen in einen Strudel der Leidenschaften, emotionale Verwicklungen und wilde, endlose Orgien. In einem badischen Motodrom kommt es schließlich zum ersten engeren Kontakt mit Keke. So viel Jubel in Hockenheim und in Berlin wurde es notgedrungen Zeit für ein wenig Ruhe, Einsamkeit und Erholung im Herzen der Natur. Zugegeben, Klaus Ludwig hat hier oben einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Gott, ich habe eine wahnsinnige Verbindung zur Natur. Ich bin am liebsten draußen im Wald. Ich meine, ich habe auch ein kleines Yachtrevier hier oben am Nürburgring, weil ich habe irgendwann mal vor 10 oder 12 Jahren einen Jagdschein gemacht. Sag gewann das Männlein sein.
Dem Meisterstück, das Klaus Ludwig auf der Nordschleife, folgte einige Wochen später an gleicher Stelle ein erneuter Mercedes-Triumph. Für einige Verwirrung sorgte allerdings die Stallregie. Einige Reporter brachte sie ein wenig durcheinander. So, bei uns ist jetzt noch der Pressechef der Mercedes Motorsport GmbH, Wolfgang Haug. Ich habe das Wort noch nie gehört. Was ist das? Stall haben Sie noch nie gehört? Nee, was ist das? Haben Sie es gelesen? Nee, ich lese eigentlich das Jahr über wenig. Wieso kommt denn sowas? Das ist komisch, wirklich. Und zurück zu Willi Donzelli. Jetzt neu im Kino. Ein zu Herzen gehendes Melodram aus dem harten Fernsehbusiness. Eigentlich geht es Rainer gut. Er ist im besten Mannesalter, hat eine glückliche Familie und einen Beruf, der ihm Spaß macht. Ja. Doch die zufällige Begegnung mit dem jungen Konditorgesellen Willi stürzt ihn in eine tiefe Krise. Rainer reagiert verwirrt. Hier ist mal wieder der Tacho rein projiziert, den es im Rennauto nicht gibt. Sie sehen übrigens auch in der Mitte des Lenkrads. Das ist Viereck, das ist ABS, auch neu im Tourenwagensport. Aber es naht Hilfe. Der herzensgute Psychoanalytiker Doc Holliday macht sich auf den Weg zu Rainer, so schnell er kann. Es gelingt ihm, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und in langen Gesprächen das Problem aufzuarbeiten. Wir haben gehört, in Ihrem Lenkrad sei ABS eingebaut. Können Sie uns das erklären, was das bewirkt? Das bewirkt wahrscheinlich Fatales, wenn es da eingebaut wäre. Aber Gott sei Dank haben wir festgestellt, dass es nicht im Lenkrad eingebaut ist, sondern da, wo es hingehört. Und wo ist das? Ja, wo das ist, kann ich so genau nicht definieren. Auf jeden Fall merke ich es, wenn ich aufs Bremspedal trete, und zwar heftig. Ach, das hat nichts mit dem Gasgeben zu tun? Nein, überhaupt ABS nicht. ABS braucht man so bremsen? In der Tat. Das ist ja was ganz Neues. Ja. Gut, das wird zur Aufklärung. ABS hin, Stallregie her und trotz aller Willis und Wolfgangs. Das Finale in Hockenheim war ein Fest. Nicht nur für Mercedes, sondern für den Motorsport. Und alle freuten sich. So richtig von Herzen. Ich glaube, ich habe jetzt nur Scheiße geredet. Das hat er Scheiße gesagt, offensichtlich sehr deutlich. Ich muss sagen, Hockenheim ist Scheiße für mich. Ich muss hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird. So schlimm war es nun eigentlich nicht. In einem fairen Endkampf durfte halt die Konkurrenz nochmal gewinnen. Das Finale war so wie die ganze Saison 92. Sie schlugen und sie küssten sich. You don't have to be beautiful. Turn me on. I just need your body, baby. From dusk till dawn. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Kiss, kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss, kiss. Zu guter Letzt noch unser traditioneller Ausblick auf das nächste Jahr. Die intensive Nachwuchsarbeit im Motorsport wird weitergehen. Bei Mercedes genauso wie bei BMW. Entgegen allen Verlautbarungen, das Handicap-Reglement ist noch nicht endgültig vom Tisch. Kurt Thiim hat eine interessante Alternative zum Thema Zusatzgewicht. Ein anderer Vorschlag wurde in Berlin getestet. Für jeden Sieg gibt es ein Vorstandsmitglied mit ins Auto. Zum Schluss noch ein Leckerbissen für die Techniker.
Denn bei geheimen Testfahrten war bereits das neue Auto zu sehen, das dann ab Mitte 93 zum Einsatz kommt. Cheers!